Wenigstens hat er nicht gleich von Anfang an gesagt, es tut ihm echt leid. Weil damit wäre das ja schon gut losgegangen. Oh, okay, meine Magic 6. Oh, ich habe vor kurzem erst gesagt, so wie geil das wäre, auch mal meine Magic 7 wieder zu spielen. Da bräuchte ich auch irgendeinen Anreiz. Und ich habe da einen richtig geilen Mod gesehen, der irgendwie wirklich das ganze Spiel einmal umkrempelt. Mit neuen Texturen, neuen Gegnern, neuen Klassen, alles komplett neu. Also, das sah echt cool aus. Ist zwar dann Englisch, aber naja, was will man machen? Und ja, das ist, ich hätte schon Bock noch mehr. Ich werde mal gelb hier mal Magic 7 spielen. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass ich meinen Magic 7 nicht genug Kredit gebe, wie man sagen könnte. Ich glaube, ich honoriere das nicht genug. Ich finde, das Spiel hat ein bisschen mehr Ehre verdient. Aber eigentlich mag ich meinen Magic 7 ja eigentlich ganz gerne. Aber mein Magic 6, das ist der Cold Classic, ey. Definitiv. Ich. Warum denn die ganze Zeit ich? Was ist denn los, DK? Ach, stimmt. Ich kann mal gucken. Ich mach mal hier erstmal wieder die Lobby auf, dass ihr mit reinkommen könnt. Das mache ich ja normalerweise immer. Das stelle ich mir dann nochmal richtig ein. Bestimmt vergesse ich wieder das einzustellen. Aber wisst ihr was? Ich möchte, dass ihr dabei sein könnt, wenn ihr Lust habt. Also stellen wir das doch einfach mal richtig ein, dass die Leute hier auch zuschauen können. Ich habe zwar Angst vor Micha, dass er vorbeischaut und englische Scheiße wieder redet. Das ist nicht der richtige Knopf gewesen. Kamera bitte wieder ausschalten. Aber weißt du, wenn mich hier reinkommt, dann müsst ihr auch damit leben. Das ist schon okay. Wow, ich sende mein Spiel. So, hört auch gleich wieder auf zu flackern. Gut. So, dann können wir weitermachen. Ich glaube, ich bin jetzt live. Hallo Pascal. Wir fangen jetzt richtig an. Also, du hast nichts verpasst. Ich habe von den Entwicklern erfahren, dass es auch erst Ziel war, die Schrittgeräusche zu ändern in dem Spiel. Das wurde dann doch sein gelassen. Verstehe ich ja fast gar nicht, warum. Fliegen. Lass uns mal lieber fliegen gehen. So, unser Weg führt nach... Was? Ja, Kriegsspitze. Wollte ich das sagen? Nein. Wir wollen nach Kriegsspire, wollen wir hier oben zu den Minotauren reisen. Und dort unser erstes cooles Abenteuer erleben. Das wird jetzt ganz, ganz spannend werden. Das weiß ich ja jetzt schon. Mit vielen coolen Gegnern, die alle Mu machen. Deshalb stand es auch so im Stream, als ich es angekündigt hatte, dass es Kühe beinhalten könnte. Und dem bleibe ich auch treu. Es sind tatsächlich Kühe in diesem Stream mit drin. Kann man hier reingehen? Hallo, Mitmensch. Wieso wohnt hier jemand eigentlich, der über Kühe redet? Es gibt kein Kuh-Level. Schlechte Stöcke. Hast du schon mal einen dieser schlechten Stöcke gefunden, die irgendwie komischen coolen Effekte hervorrufen, als würde man damit zaubern? Wer will solchen Schrott überhaupt haben? Es ist eine gute Frage eigentlich. Tja, dieser Ort. Dieser Ort heißt Burg 3. Es gibt kein Q-Level. Der tatsächliche Grund, wie wir jetzt auch erfahren haben von den Entwicklern dieses Mods, ist, dass es deshalb Burg 1 bis 3 heißt, weil die Dungeons wohl per Codename, per Dateiname wirklich Castle 1 bis 3 heißen. Und dementsprechend wurden die Burgen auch einfach so benannt, weil das lustig war. Auf dem Dach wäre noch ein Bogenmeister. Was haben wir davon, wenn wir auf dich hören? Mal gucken. Wer den Bogenmeister bin. Meister im Sniper. Vielleicht sollten wir erstmal unseren Freund hier wiederbeleben. Hallo, Mitmensch. So, Meister im Sniper. Okay. Null. Du bist so kacke, du bist so kacke, du bist so kacke. Alle sind so kacke. Sehr schade, dass alle zu kacke sind, um das zu lernen, was sie eigentlich lernen soll. Wir könnten den Leuten nochmal was beibringen. Wir könnten hier nochmal kurz zurückfliegen, mit mehr Leute vielleicht Sniper, der Experte, beziehungsweise Meister werden können. Das hört sich doch echt toll an. Wer ist denn da gerade zu mir gekommen? Hallo, ich bin vom Einkaufen zurück. Hallo, hallo, Freund. Hey. Na, wir haben gerade. Ja, wir haben gerade angefangen zu streamen. Wir sind gerade angefangen, unser Abenteuer zu erleben. Pascal ist doch gleich gestorben zu Anfang, ist erstmal bewusstlos geworden. Es ist alles so, wie es sein soll. Oder alles bestens hier. Passt. Ja. Ja, ich habe auf deinen Namen geklickt in Discord und sag so, ey yo, das ging nur mal so, dass ich hier was Stream beiträgt und jetzt bin ich in den Stream und rede mit dem Streamer, ey, das ist eine Technologie. Das ist geil, ne, dass ich das jetzt so machen kann, das ist schon eine coole Sache. Also, einfach alles gleichzeitig, weil Discord einfach ein geiles Programm ist, nicht so wie das schlechte Skype. Nicht so wie das scheiß Skype, ey. Das ist ja mittlerweile echt Malware geworden ist, könnte man schon fast sagen, so wie... Ja, das benutzen die nur noch indische Scammer. Ich habe so langsam das Gefühl, dass es echt so sein könnte, dass das gruselige, dass da echt, keine Ahnung, alles scheißegal geworden ist bei denen. Da gibt auch
keiner von Microsoft oder einer jetzt auch immer für verantwortlich ist, mehr im Fick drauf und deswegen ist das einfach so die geheime Scammer-Ecke. Ja. Also. Jetzt muss ich hier das Wichtige machen. So, also Alufe kriegt anscheinend kein Kaki mehr. Der bekommt hier, lass ihn mal im Feuermagie nochmal ein bisschen besser werden. Warum denn eigentlich nicht? Ich denke, das ist auch eine gute Idee. Der wird nicht mehr Meister, dafür lohnt sich dann nicht mehr. Ich könnte lieber. Nee, sechster Sinn. Hat eigentlich jeder sechster Sinn Stufe 2 bekommen? Nee. Dann machen wir lieber Ente noch eine Stufe mehr. Okay, so Stufe 13. Um mich an den Wahnsinn zu treiben. Sechster Sinn ist doch wichtig, ey. Okay, alles klar, kriegt er eine Stufe 6er Sinn. Was machen wir mit ihm? Sollen wir hier noch Justin? Alles sechster Sinn. Der bringt mich um, weil ich ihm nur sechster Sinn gebe. Also ich meine, was soll das? Ich meine, ist dir meine Meinung jetzt was wert? Oder, ja, ich, oder ist ich das meine, wichtiger, dass das Gönner dich nicht umbringt? Es ist schon sehr, sehr schwer abzuwiegen, sag ich mal, was mir jetzt wichtiger ist in dem Fall. Also, es ist ja auch noch ein gewisses Eigeninteresse drin für mich selber, dass ich echt keine Skillpunkte da reinstecken möchte. Aber es ist schon ziemlich aufregend. Er ist auch noch nicht mehr Experte, weißt du, ich gebe ihm sechste Sinn und ich mache ihn nicht mehr Experte oder Meister da drin. Das war eigentlich noch viel schlimmer, also er hat noch nicht mal wirklich was davon. Ey, Matze, vertrau mir einfach. Ich weiß, wovon ich rede. Du brauchst sechster Sinn. Ja, gut, dann lass uns mal zur Burg hingehen. Oh, damit verabschiede ich mich dann noch. Tschüss. Tschüss. Da war ein Steinzeitmenschen drin, das ist nicht okay hier. Ja, hallo Legolas. So, dann lass uns doch mal Stufe 8. Stufe 8 brauche ich, Leute. Ich brauche Stufe 8. Wird wohl nichts. Okay, schade. Brauch Stufe 8 dafür. Echt traurig und so. Ja, da wird wohl nur das Günner gut da drin, irgendwas zu treffen. Okay, rein da. Muss er mal ins Dogland. Okay, los geht's. Lass mal das Feuer anmachen. Wir sehen wieder was. Und los geht's. Ja, gut. Reiter, wenn das Günner weiß, was er. Den Kursmann habe ich überlegt. Kann das sein, dass sie die Burgen getauscht haben? Aber nein. Haben sie nicht. Okay. Alles gut. Es ist alles perfekt. Echt leid. Ja, das weiß ich, dass sie leid tut. So, lass uns doch mal gucken, dass nicht zu viele kranke Gegner hierher kommen. Okay. Aber das sind die Minotaur Magier letztendlich. Aber die sind nicht so schlimm. Das ist nur ETC. Okay. Wir haben ziemlich viele ETCs hier. Hier ist ganz schön was los hier an dem Ort, habe ich das Gefühl. Ja, definitiv. Jasmina brauchst du. Ich weiß ja nicht. Ich muss ihn da auch so ein bisschen in Schutz nehmen. Das ist nicht unbedingt die beste Entscheidung. Wer macht die ganze Zeit Bock, 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 Bock? Was soll das? Okay. E-Dragon, bist du das? Ist er kurz blau geworden? Habe ich das richtig gesehen? Ja, okay, guck mal, das geht ja doch hin. Okay. Alles bestens hier. Lass mal hier so einen Ring geben, weil wir brauchen was für Lichtmagie. Verzaubert und Neuladen, Buckler. Ja, wir brauchen eh kein Geld mehr. Ich brauche hier gar nicht reingucken. Ich weiß noch nicht mal, ob ich irgendwas. Ich weiß nicht mal mehr, ob ich überhaupt noch irgendwas Besseres finden kann für meine Homies hier. Ich könnte höchstens mal bei. Selbst meine Umhänge sind alle so scheiße stark. Ich weiß nicht, ob ich noch irgendwie bessere Ausrüstung für die finden kann. Wirklich. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt noch da noch gucken muss. Aber naja, so ein bisschen werde ich noch Ausschau halten. So verkehrt kann das nicht sein. Ja, da sind die ganzen Leute, die da unten rausgucken. Ja, kloppt jemand. Das ist schon okay. Es sind nur einfach Kühe. Wie erwartet sind es Kühe. Okay. Aber ich hoffe, das tut mir ja echt leid. Ich hoffe, Jasquina, du hattest. Ich hoffe, du hattest Spaß in deiner Rolle, Jasquina. Hier deine Kühe zu spielen. Denn es ist ja eine lustige Rolle, die du hast, ne? Einfach so eine Kuh zu sein. Das ist doch bestimmt eine tolle Aufgabe für dich gewesen, oder? Denke ich mal. Also so eine Kuh zu spielen. Du wirkst das auch kriegst. Du machst nicht nur Mu. Du machst also Mu. Ist da jemand? So machen sie manchmal. Ist da vielleicht jemand? So machst du. Kann es sein. Manchmal machst du auch wütendes Mu. Ja? Also du hast schon. Wirklich über die Emotion einer Minotauren-Kuh nachgedacht, das muss ich dir einfach mal lassen. Das hast du gut bekommen, also wenn man sich das so anhört, dann merkt man, ja, Jasquina weiß, wie es ist, eine Kuh zu sein, definitiv. Und wir finden auch einfach keine starken Kühe, wir finden nur Kühe, etc. und Tote erwecken. Ja, Tote wiederwecken ist vielleicht gar nicht mal so eine schlechte Idee, einen davon mitzuhaben. Press mal den Kram hier. Einfach zweimal. Tja, mal sehen. Aber dieser Dungeon übrigens ist auch über einen anderen Ort zu erreichen. Man kann nicht nur durch die Tür reingehen. Nein, nein. Ihr könnt auch noch hier durch den Brunnen in Creekspire könnt ihr da auch hingehen. Ja, ja. Es ist tatsächlich möglich. Geht nach Creekspire und dann geht die Party los. So einfach geht das. Und ich höre die ganze irgendwelche Echo-Geräusche. Die machen mich auch irgendwie nervös.
Ja, also man würde per Brunnen hier in einem dieser Gänge landen, dieser lustigen Arenen. Ja, ja. Das Ding ist nur, wenn wir da reingehen, dann spawnen da ziemlich viele Viecher und ich weiß nicht, ob wir das wollen. Wir wollen mal kurz hier reingucken, habe ich mir gedacht. Ach, hier. Oh mein Gott. Ich glaube, hier war Elite Tauren Chief Tank. Ja, hallo. Nee, die suche ich eigentlich gar nicht, aber... Alles in Nazis. Ist schon okay. Alter, das hat 200 Schaden gemacht, der Angriff. Also, das ist es schon wert, dass Alufe das drauf hat, weil der macht 200 Schaden mit einer so einer Feuerwelle. Alles in Nazis. Holy shit, das ist echt eine Menge. Damit kill ich schnell weg. Er wollte mich gerade killen, habt ihr das gesehen? Okay. Das war nicht okay, Mann, ey. Kann lieber ETC umbringen. Wieso wird der kurz blau? Warum habt ihr das gemacht? Ich sehe das. Lass den einfach kurz hier ein Frame blau werden. Wo ist dieser untote Mann, den man immer wieder rufen kann? Ach, da ist er ja. Okay. Ich wusste, da war irgendwas gewesen, Banane. Hier. Kostenlose Heilung, nur 10.000 Gold. Verschwinde. Ich will keine kostenlose Heilung für 10.000 Gold, aber vielen Dank, dass es mir hier so nett angeboten wird für 10.000 Gold. Ja. Zensiert wird. Wie findest du das lustig? Ich finde, das ist wichtig, dass es zensiert wird. Muss ja sein. Ich meine, wer würde denn sowas immer sagen? Okay. Also, das ist schon echt verrückt, der so eine Idee haben sollte. Der hat nicht viel darüber nachgedacht. Oh nein, nicht dieser Stock. Ich habe auch immer noch diese ganze Gongs mit dir herum. Aber ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich will die gerne bei mir behalten, irgendwie, ne? Muss ich einfach mal sagen. Oh, hallo, ihr Kühe. Es gibt ja nicht noch mehr Mino oder Super Mino Town. Das zeigt mir hier, die nicht so viel drauf haben. Wir kommen auch echt gut durch. Das habe ich gehört mit denen in Nürnberg. Ich habe in Nürnberg gehört. Nein, das machen wir nicht. Du kannst dich gerne so schlagen, aber du wirst mich nicht mit in Nürnberg treffen. Nein, das lässt so schön sein. Kein in Nürnberg. Okay. Das tut mir ja echt leid. Das tut dir gar nicht leid. Hier, fress die Dinger hier, du. Brauchst mehr Lichtmagie, sonst dreht Micha durch, wenn du nicht... Wenn wir am Ende nicht irgendwie über 20 Lichtmagie haben, dann kriegt Micha einen Schlaganfall, glaube ich. So hockt er da auf seinen Stuhl. Da habe ich keine Lust drauf, dass er so aussieht. Lass uns lieber Lichtmagie hochleveln. Das ist, glaube ich, die bessere Idee. Hier, nimm dir einen Scheiß, ja. Hör auf, dich zu beschweren. Okay. Kommt. Ah, Ding Dong, Doodle, die. Tut mir leid, der Powerful, aber nicht, denn sie ist ein Arschi. Okay. Powerful, ich muss Ihnen sagen, Sie sind ein Arschi. Wissen Sie das schon? Tja, jetzt haben Sie es erfahren. Ich weiß, dass wenn ich hier reingehe, dass die ganzen Viecher kommen, aber vielleicht kann ich auch einfach darauf verzichten. Irgendwelche Minotauren zu klopfen. Ich kann auch einfach hier den geheimen Gang finden. Genau hier, den hier. Und hier ist ja irgendwas gewesen, oder? War eigentlich irgendwas Wichtiges? Vielleicht war ja auch nichts Wichtiges. Vielleicht... hier! Gut! Wofür auch immer der Knopf war. Irgendwas war da. Na, ich muss nicht unbedingt noch mehr Minotauren kloppen. Das ist nicht unbedingt mein Ziel. Ich kann ja auch gerne einfach hier verschwinden. Die Frage ist nur, wie bin ich hier eigentlich hingekommen? War das nicht hier? Ja, hier. Kreislauf ist cooles Laufen, ne? Das ist ein sehr cooler Ort hier auf jeden Fall. Tja, jetzt haben wir den Knopf gedrückt und das ist ja schon fast so, als hätte ich das ja geschafft. Der Knopf für Spiel-Selbstzerstörung. Sind wir hier im richtigen Spiel für sowas? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, läuft doch ganz gut hier in Kriegsfire bisher, ne? Okay. Hier ist ein bisschen Geld. Hier ist Rüstung, die zu viel Platz wegnimmt. Wir haben eh zu viel Geld. Hier ist... Der Scheißraum. Es ist ein Raum, wo man einfach nur durchrennt. Deshalb kann man hier nämlich extra runterspringen. Tschüss. Da geht er nicht über zu denen hier. Die machen nur bum, bum, bum. Laute Geräusche. Bum, bum, bum. Bum, bum. Bum. Haus mal das Bum-Geräusch. Bum. Das Bum-Geräusch. Bum. Nein, es wird alles kaputt gemacht. Immer nur das Bumm-Geräusch und Nervenschock. Bumm. Bumm. Diese Scheißgeräusche, ey. Bumm. Ich hab ihn aufgehört. Richtig, Aluva, erzähl ihm, was du ihm zu sagen hast. Er hört auf mit Bumm jetzt. Ey, ihr Stinker da hinten seid das, die hier die ganze Zeit Sachen kaputt machen. Ihr seid das! Das ist gar kein anderer! Okay. Hört auf da drüben! Ihr seid Arschis! Ich hau ab! Ja, wow, das habe ich auch lange nicht mehr gehört! Danke dafür, Edwin! Oh mein Gott! ja. Er sieht echt nicht
gut gelaunt aus. Alle sind Nazis. Das sagt man aber nicht. Okay, so einmal den. Ich frage mich, wie viel Resistenz er hat. Ich schätze, er wird gegen Elektro eine gewisse Resistenz haben, weil seine Kollegen auch Elektro machen. Alle sind Nazis. Aber kein Ding. Wir machen einfach das, was sie am besten können. Lass aber draufkloppen. So, Nummer 1 ist weg. Da ist Nummer 2, der killt auch auf die Nase. Wenn jemand stirbt, dann stirbt er halt. Ja, dafür haben wir unsere Schriftrolle mit, ne? So, der ist weg. Cool. Ja, alle? Ja, natürlich. Alle. Okay. Was denn sonst? Also, wir wollen hier irgendwie keine komischen Positionen einnehmen. Ich höre dich. Danke, E-Dragon. Ich komme auch zu dir zurück. So ist es nicht. Ich habe keine Mu. Das ist irgendwie. Also, ich muss sagen, das ist irgendwie. Ey, das ist echt nur, wie wenn er so könnt ihr aufhören, RAR zu machen, und zwar im Chor? Ich glaube, hier ist nicht. Ihr seid einfach nur RARs. Ihr seid einfach nur RAR. Hört auf mit RAR! Könnt ihr aufhören mit RAR! Ich sollte nicht RAR machen. Was ist kaputt gegangen? Die machen alles kaputt, denen ist das scheißegal. Mach einfach RAR und dann... Deshalb kämpfen wir mit den Gegnern auch nicht. Deshalb macht man das nicht. Wer hat den jetzt verloren? Ah, das war einfach nur... Okay, von mir aus. Der war ja nicht getragen worden. Ist schon ein bisschen, Jasmin, da tut mir leid, dass ich das so sagen muss, aber irgendwie ist das schon ein bisschen süß dazu. Das ist irgendwie echt eine tolle Tonlage, die du da hast. So, das sind die komischen Minotauren, die halt immer an die Füße hacken. Aber können sie halt treffen? Ist die... Ja! Wenn sie Bock haben, schon! Ja, dann kloppen wir einfach doch zurück. Passt schon. Wir müssen einfach zurückprügeln, das passt schon. Wir hoffen nur nicht sterben. Ja, ja, passt schon. Ja, wir kriegen das alles hin. Wie geht das alles hin? So, wir müssen in den Rundenmodus gehen. Weil nur so. Nur so können wir in den ultimativen, ungefähren Angriffsmodus gehen, den der Lufa manchmal einleitet. Anders geht's ja nicht. Ja, unfairer Angriffsmodus, greif an! Mach schon! Lufa, unfairer Angriffsmodus! Ich treffe mich gegen die Sonne nicht. Das Gulli-Duell. Ja, die sind wichtig. Aber es ist so auch eine dieser ikonischen Stellen, die das Spiel hat. Da erinnert man sich einfach dran, an diesen komischen Gulli-War, wo man einfach nur Viecher verprügelt über den Gulli. Ich höre dich. Dankeschön, dass du da bist, lustiger Drache. Ich mache mal die Tür auf, lustiger Drache, und dann gehe ich einfach mal hier durch. Ja, ja, da bin ich gar nicht so. Nein, das ist der falsche Knopf. So, ist noch hier drin. Okay. Nochmal tot erwecken. Wahrscheinlich keine schlechte Idee, dass sie hier einfach Rollen dafür austeilen. Was? Ui, was haben wir denn hier? Feuerkleidung, aber wir brauchen sowas, ey. Das geht aber hier. Und wir brauchen sowas. Das ist einfach nur Platz weg, ey. Sowas brauchen wir nicht. Wir brauchen einfach nur. Wenn schon, nehme ich noch Endgame-Loot an mich, aber ich brauche echt kein Geld mehr, ey. Naja, vielleicht brauche ich doch Geld. Ich meine, ich kann es immer noch zum Verkauf mitnehmen. Aber dann nur die kleineren Sachen, sagen wir. Hier so Schuhe, die viel Geld wert sind. Die nehme ich mit, aber nicht solche sperrigen Sachen. Das ist hier, ja, Dudeldi. Okay. Jetzt weiß ich auch, was du meinst. Du meinst die ganze Zeit die Hufeisen, die so ein sehr sympathisches Geräusch machen. Auch aufgenommen von dem talentierten Joe Caspi, wie heißt der? Jasquinner, genau. Die Hops. Das ist einfach nur aus dem Menü geklaut. 1/32. Einfach eine Zahl. Wie ergibt das jetzt eigentlich Sinn? Ich weiß nicht, wer das mal noch eingebaut hat, aber ich weiß auch nicht, warum wir das brauchen. Aber vielen Dank. Aber einmal für dich, Flauschi. Geil, ne? Ja, das war schon ganz schön geil. Jaski wollte ich dich gerade nennen. Das war eine Mischung aus Flauschi und Jaskwinner. Ich weiß nicht, ob das gut geht. Ach ja, hier wäre der Brunnen gewesen, wo man rauskommt. Da fällt man runter. Was zur Hölle, Mann. Ne, ist aber hier. Geile Zahl. Stell dir vor, du hast nicht ein 32. Ja, ich weiß auch nicht, was ich dann tun sollte. Also das ist aber deshalb, ne, das ist halt auch so ein bisschen der Mathe-Dungeon, er beinhaltet zum größten Teil Jaskwinner und E-Dragon und die haben beide irgendwie was mit Zahlen zu tun. Der eine behauptet irgendwie, dass er mit Physik zu tun hat, das verstehe ich nicht so ganz, weil irgendwie sind das auch Zahlen für mich. Aber das ist nur wieder einer meiner Versuche, unglaublich naiv und töricht zu klingen. Also bitte gib da nicht so viel Wert drauf. Wie komme ich hier eigentlich hoch, wenn ich hier hochspringe? Kann ich das machen? Kann ich hier mit Sprung hoch? Oh nein, kann ich nicht. Lass mal sehen. T-Wurz? Also ist das Axiom Prison? Nein, das ist nicht Axiom Prison. nicht immer gleich Path of Exile. Oh, jetzt geht das auch. Stimmt ja, weil wir den Knopf gedrückt haben. Oh, weiß nicht, was Flauschi damit jetzt auf einmal soll.
Ich glaube, Flauschi, der hat da eher Angst vor, wenn er sowas hört. Ich glaube, der findet das nicht okay. So, können wir hier sterben? Nicolas Cage. Dankeschön für den Cage. Ist das Wall of Text? Vor ist nach seinen Forschungen an den Teufel und Dämonen sehr korrumpiert. Ist das der Text gewesen? Ja. Ich glaube, das ist, ja, hätte ich die Wall of Text dort stehen lassen. Okay, alles klar. Tupperware und Tupperware. Okay, das ist nichts. Hier ist auch nichts. Hier ist auch nichts. Ja, das war eine heftige Wall of Text. Ich bin echt mal schämt euch. Ich lehne höflich ab. Okay, es ist keine Nötigung, wenn er es höflich ablehnt. Wer ist denn da drin? Wisst ihr noch, wer da drin ist? Genau, es ist Milka Kuh mit 2000 Leben. Mhm. Hallo. Hallo. Ich wollte mal Bescheid sagen. Ich habe eben mal nachgeschaut nach den Minotauren. Warum der blau ist. So, das ist also ein Fehler. Ein Frame hat eine falsche Farbpalette für die Stufe 2. So, ey, wie sehr subtil, aber es ist halt doch ein bisschen aufgefallen, ja. Ja, das sind für ganze zwei Ingame-Ticks ist das. Ey, geil. Aber es reicht ja aus, ne? Ja, deswegen hab's noch kurz nach, das im Original und ja, ist da. Ist da auch so? Wow, echt, ich finde das gut, dass wir die guten Fehler immer drin lassen in der Version hier und dass sie uns dann auf einmal auffallen aus dem Weg. Das ist schon ziemlich witzig, was sie sagen. Okay, ich wollte es nur kurz gesagt haben. Dankeschön, Ghost, vielen Dank. Entwickler-Kommentare sind immer gut. Ja, okay, ich mach wieder recht. Alles klar. Habt ihr es aus erster Hand gehört? Die Modder haben es leider nicht gesehen, aber es war auch schon so im Spiel so gewesen. Kann man nichts machen, das ist halt nicht aufgefallen, ne? Ja, lustige Sache. Aber mir ist es bisher auch noch nicht aufgefallen. Das ist mir jetzt erst hier in dem Run aufgefallen. Ey, wie ist diese Milka-Kuh echt scheiße? Okay. Danke für die Axt. Das tut mir ja echt leid. Das ist für eine Axt. Drachentöter-Axt. Scheiße ist das. Was soll ich jetzt mit dem? Wo war da jetzt so eine Milka-Kuh drin? Was sollte der da drin? Verstehe ich nicht. War voll unnütz. Ey, was haben wir denn hier? Warum höre ich die ganze Zeit Geräusche? Komme ich jetzt dahin? Nein. Huch. Was? Was habe ich getan? Was? Muss ich hier lang? Ja, ne? Muss hier durchspringen. Hier kommt doch gleich 1000 Drachen oder so, ne? War da nicht was? Was ist das hier für ein Ort? Das. Irgendwas stimmt hier nicht. Was? Ui! Wow. Paragolis Kalizonogens. Ey, wieso? Okay. Das ist aber nett, aber nicht so cool wie unser Stock des Zufalls. Ja, bringt Geld, nehmen wir mal mit. Amulett nehmen wir mit. Hufeisen. Wissen wir ja, wer das kriegt. Kriegt immer dieselbe Person. Der dort ist wichtig, bestimmt. Da schaut sie die verpasst. Okay, kriegt sie. Kazinogens. Ist das so klasse? ja. Okay, dann lass uns doch mal gucken, was hier so drin ist. Schöne Flüssigkeit. Was haben wir denn noch? Voll leer. Ausdauernde Flüssigkeit. Oi, das ist ja auch nicht so schlecht. Das kriegt man ausnahmsweise mal Pascal, so ein Kram. Pascal, heil uns doch mal, das ist eine gute Idee. Gut, kloppende Flüssigkeit kriegt nur einer, weil er will mehr kloppen. Katzengene, ja. Resistenz kriegt nur eine. Und voll leer kriegt keiner. Ey, cool, ich wollte mal gucken, was passiert, wenn ich da drauf drücke. So, aber ich möchte ja eigentlich nur diesen Kristall hier. Ey, wie ist nichts passiert? Ich weiß nicht mal, was das Ding hier sagt. Es ist das Wow-Wow-Wow-Wow-Wow-Wow-Wow-Geräusch. Das hört sich an wie irgendwelche Geister, die. Oder irgendwelche betenden Priester oder so. Das ist ein bisschen komisch. Aber dann habe ich ja alles, was ich brauche, ne? Mehr muss ich hier gar nicht tun. Dann bin ich ja fertig mit dem Dungeon. Oder habe ich noch irgendwas vergessen, liebe Entwickler? Ich habe ja gehört, dass es nur diese zwei Armageddon-Rollen gab, die wir jetzt gefunden haben im Laufe des Spiels. Mehr gibt es nicht. Habe ich irgendwas vergessen? Außer, dass immer wieder die spannende Fackel angezeigt wird. Ich weiß, dass da die coolen Arenen sind, die direkt vor mir sind. Aber muss ich da unbedingt reingehen? Und der große Raum. Mann, wieso willst du mich leiden sehen? Das war gestern 66. Mann, ich will nicht mit diesen ganzen blöden Drachen spielen. Was soll ich denn? Die machen nur rau, rau. Mach meine Sachen kaputt und geh mir auf den Sack. Das sind typische auf den Sack-Gegner. Nee.
Ich guck's aber nochmal trotzdem. Guck trotzdem nochmal da drüben nach. Weil... Was macht der Drache hier drin? Rar. Was? Du hast dich verirrt, glaube ich. Rar. Nein. Rar. Nein. Der. Nein. Okay. Du hast hier nichts verloren. Ohne Mist. Was macht der denn hier? Da fliegen sie alle herum. Glückliche Drachen. So, nee, ich will an die Tür da hinten ran. Deshalb bin ich hier. Springen wir doch mal eine Runde. Uhu, da ist sogar eine Brücke, die habe ich nicht gesehen. Alter, liegt echt viel Shit rum. Liegt da denn noch irgendwas Interessantes? Oder ist das einfach nur... Das sieht so größtenteils viel Mist aus, ne? Das ist einfach nur kleines... Pisha-Geld, würde ich sagen. Ich höre nur Rau. Möchtest du... 50.000 Gold nach Waren teleportiert werden? Na, was nimmst du an? Wie neu. Was? Was? Hallo, zurückgehen und da fahren? Wie neu. Ich meine nur 50.000. Nein. Nein? Nein. Okay, dann bin ich hier, glaube ich, nicht mehr wirklich benötigt. Was? Bis zum nächsten Mal. Ciao. Merkt euch diese Stimme. Die wird uns ein andermal noch lange genug begleiten. Aber der Moment, wo DK in diesem Gespräch sind, wird eine sehr interessante Zeit werden. Ich hab DK jetzt extra. Wieso soll ich mich durch Waren quälen, wenn ich mich auch später durch Waren quälen kann? Wieso soll ich das jetzt machen? Wieso wollt ihr mich quälen? Ich will nicht nach Waren. Ich will auch erst recht die 50.000 auf mich ausgeben, wenn es gleich um die Ecke ist, wenn ich da hinreisen will. Nein. So, lass mal gucken. Lieber, es gibt kein Dark Moor, es gibt nur Burg 2. Okay. Lass mal überlegen. Als wäre die große Chance zu verpasst. Ah, ja, ist das ein Special Entry? Glaube ich nicht. Es ist das höchstens, was da. Alter, Leute! Wenn es das ist, was die Community will, dann machen wir halt jetzt mal. Hey! Er nimmt... Was ich Y drücken? Beides ist falsch, ich darf da irgendwie nicht hin, es funktioniert nicht. Oh, wie schade. Wie geht... ja und nein, geht beides nicht. Ich werde einfach rausgeschmissen. Wie neu. Tja, Warte, er hat es gefunden. Was? Ey, das ist ja schön. Eine Stelle, wo ich gepennt habe. Okay, das wäre nicht witzig. Ja, dann, sorry, Leute. Ghostwind hat verkackt. Also, doch kein Wahn. Hier war ich jetzt gewesen, voller Tatendrang. Ich wäre hingegangen. Ich hätte es gemacht. Aber nee, Teleporter hat nicht funktioniert. Okay. Tut mir leid, ey. Das ist eine Enttäuschung. Okay. Also werden wir jetzt wohl doch erstmal andere Dinge tun. Was? Creeps. Dieses Mal kommst du noch davon. Dieses Mal. Dieses Mal noch. Okay. Schnell Hotfix. Nö! Verkackt! Okay, dann werde ich wohl doch wieder gehen. Ich habe mich schon wieder gefreut. Tut mir leid, es wird nicht mehr lange dauern, DK. Das ist nicht deine Schuld, keine Sorge. Es dauert nicht mehr lange, es dauert nicht mehr lange. Okay. Bis dann. Okay. Okay.
Wir brauchen erstmal den Kram hier, tot auferweckt, brauchen wir auch nicht mehr. Gehen eh nicht mehr rein. Also wir brauchen hier die Scheiße. Er ist der Wille, der zählt, Matze. Es ist der Wille, der zählt, du hast alles gut gemacht. Okay. Ich verpiss dich gefälligst aus meinem Laden, ey. Danke, Zolmer, du. Was kann ich euch bringen? Ach, Mann. Zolmer, du bist auch ein cooler Typ, ey. Muss ich mal sagen. Ich hab ja mal mit Zolmer, du in letzter Zeit öfters reden können. Ey, Zolmer, du echt ein cooler Typ, ey. Kann man ja nicht so sagen vorher, ne? Man muss ja erst mal gucken, ob man einen Typen kennt, aber eigentlich. Aber du bist echt ein guter Kerl, muss ich mal sagen. Die feinsten. Ich hab ihn gerne als mein Drogenhändler jetzt hier, muss ich sagen. Nicht, dass es vorher nicht so war, aber jetzt habe ich ein viel, viel größeres Verständnis dafür, warum es wichtig ist, dass der unser Drogenverkäufer ist, sagen wir es mal so. Lass mal gucken, ey. Boah, das ist doch hier mit der Rüstung, genau, der war hier hinten gewesen. Mal kaufen, sehen. Du Arsch. Hier so. Wo krieg ich einmal meinen ganzen Gongs eigentlich los? Ich weiß es schon gar nicht. Mir wird erst mal ein komisches Ding hier abgeben. Mal wieder. Und wer hat denn den Auftrag gehabt? War die komische Axt ein Goldwert? Ich weiß es nicht. Hey, da ist ja Captain Cool persönlich. Nein. Schrecken der Meere. Nein, ich will meine Aufgabe abgeben. Hallo, Mitmensch. Wer war das? Der war ja irgendwo. Hallo, Mitmensch. Der war hier irgendwo. Der war hier irgendwo. Hallo, Mitmensch. Der war hier irgendwo. Die meerische Begrüßung. Der war hier irgendwo. Der war hier irgendwo. Hallo, Mitmensch. Der war hier irgendwo. Hallo, da. Mitmensch. Hey. Das ist wirklich eine coole Zahl, danke. Danke, Michael Stevens. Das ist toll. Moment, ich hör aus dem Stuhl, da soll mein Hotfix nachreichen. Nee, zu spät, ey. Zu spät. Wer ist denn da jetzt gekommen? Warum hast du eigentlich immer so viel Glück beim Unglück? Ist geil, ne? Was willst du? Was willst du jetzt eigentlich von mir? Wo kommst du eigentlich? Ich muss dich jetzt mal lauter stellen. Wegen deinen Kindern habe ich das ja immer hier so leise bei dir eingestellt. Nicht die Kinder. Ja doch, natürlich die Kinder. Ey. Jetzt kann ich erst mal wieder. Ich habe es selber umgebracht. Ja, okay, das hast du gut gemacht, ja. So. Alles für Sub. Ja, dankeschön. Ja, das ist genauso wie damals bei. Bei Deal or No Deal mit der C&C-Kampagne, da hattest du auch so viel Glück gehabt. Ja, gut, ne? Mann, ey. So, jetzt kann ich ja erstmal nach Freehaven gehen. Hier, pass auf. Wie geht's dir denn, Walle? Ich hab das Gefühl, dir geht's eigentlich momentan ziemlich gut. Ey, ich könnte schlafen, so gut geht's mir. Könntest du echt? Ja, mir geht's echt richtig gut. Ja, das habe ich mir gedacht. So, was ja, hab ich. Wie geht's dir denn? Mir geht's richtig, richtig gut. Ich spiele Might in Might 6. Was. Hat Ghost Phantom wieder gepennt. Was? Was? Ah. Jetzt hier für eine Scheiße gewesen. Ich weiß es nicht. Warum passiert eigentlich immer so eine Scheiße, wenn ich hier drin bin? Ja, das ist so. Ich weiß es nicht. Wir haben genug Scheiße erlebt, mein Freund, ey. Also, das, ja, das da musst, ist du, musst du jetzt nicht die Schuld wegen. Nee, aber ich erinnere mal an Subnautica, wo du durch die Wand geschlagen wurdest. Ach ja, komm, das ist doch 1 Million Mal passiert. Was ist das denn hier jetzt? Einst ein Bug wird nun als Feature verkauft. Unsichtbarer Gürtel. Ja, ja, klasse. Wen soll ich den denn geben? Hier, willst du den haben? Hier, Donkart. Nee, dann nicht dein Kloppen weg, dann bist du sauer. Was ist mit dem Stinky hier? Soll ich dem Stinky das geben? Ach, ja, komm, den unsichtbaren Gürtel hast du mehr von. Er ist echt unsichtbar, wo ist er hin? Halt mal, ich kann den echt nicht abnehmen, oder? Wo ist er? Bist du sicher, dass du ihn ausgerüstet hast? Ja? Ey, versuch einen anderen Gürtel drüber zu ziehen, vielleicht geht das so. Ist er wieder der nicht unsichtbare Gürtel? Okay, warte, sag ich schon. Pascal, du musst den Ersatzgürtel dabei haben. Damit ich dir einen Gürtel wie aus dem Kampf immer kaputt. Jetzt muss ich jedes. Nee, das tue ich mir nicht an. Da muss ich jedes Mal nachgucken, wenn irgendwas kaputt geht, ob sein Gürtel kaputt ist. Nee, das tue ich nicht. Bestimmt nicht, ey. Das Teil ist reingerannt, okay. Da will ich nie mal reingucken, ey, das ist kaputt und dann sehe ich das nicht, ey, tue ich bestimmt hier nicht an, ey. Vergiss es, ey. Aber du musst mal drüber nachdenken, wenn er kaputt ist, ist er denn dann noch unsichtbar? Weiß ich nicht, ey, will ich auch nicht herausfinden, ich pack die Scheiße einfach in die Ecke hier rein. Nimm du den Kack mit, das hast du dir auch bestimmt ausgedacht, Jaskinner, ich pack den hier in die Ecke bei dir, du kannst den mitnehmen.
Es ist, ist möglich, dass er nicht kaputt gehen kann. Wir wissen beide, dass das sehr hoch spekuliert ist. Ein kaputter unsichtbarer Gürtel. Ist halt unsichtbarer Gürtel. Ich meine, ist doch, ich weiß ja nicht, wie das Ding funktioniert. Also, funktioniert solche Gegenstände normalerweise nicht, ihre Unsichtbarkeit, wird sie kaputt gehen. Ja, wenn es ja nur so, ne, einfach mal überlegt. Ich weiß es doch nicht, ey. Was ist das für eine Scheiße? Was wollt ihr mich hier andrehen? Du musst es dem Gürtel dann hier an Ufe geben mit dem Warndolch. Gürtel, Mana-Resistenz und Mana-Regeneration. Bist du glücklich? Weißt du was? Wir machen das einfach so. Dann geben wir Alu für den Gürtel. So, da hat er seinen Ersatzgürtel hier. Ey, wenn ihm irgendwas kaputt geht, ist halt das erste, was ich immer nachgucke, was sollte. Was soll die Scheiße hier? Da hat er halt jetzt diesen Gürtel an. Ja, Glückwunsch, Alu. Also, ich denke mal, es ist unsichtbar, dann wird er nicht gesehen und geht. Was wird er nicht kaputt? Aber was willst du eigentlich? Ich habe doch gerade eben schon gesagt, du bist gar nicht hier. Du kannst gar nichts zu mir sagen. Das ist völlig unsinnig, dass ich dich hier immer noch im Chat sehen kann. Das ist so komisch. Ich gucke hier meine Gongs nochmal los. Irgendwie hier? Oder was ist Ding Dong? Oder hier? Nee, Drachenschüssel. Wow, Matze, okay. Was kann man reparieren, was man nicht sieht? Schön, Fragen über mich. Fragen. Mal sehen. Die feinsten Waffen. Ich glaube, ich kann hier jetzt erstmal. Wo kann ich nochmal abgehen? In Freehaven. Ja, das ist mir klar. Aber wo dort? Ich glaube, ich gehe jetzt einfach dahin. Ist das wirklich Freehaven? Ich glaube, ja. Wo ist der Gong? Wo ist der Gong, Mann? Der war, glaube ich, irgendwie so ein komisches Gebäude. Was? Ich wünschte, ich könnte dir das sagen. Generische Begrüßung. Wo ist der Gong? Wer will Gong? Hallo, mit Zoom-Gong. Hallo, mit Zoom-Gong. 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 Na gut, ich mach da mal Platz für die anderen. Okay, viel Spaß. Dankeschön. Tschüss. Ja, tschüssi. Tschüss, Matze. Ja, irgendwie, ich echt aus dich nicht hören will. Hallo, mit mal gucken. Mensch. Also Erdemagie, so Hallo, ach, mit Mensch. Generische Begrüßung. Apfel bei den kleinen Kaffeewesten. Achso, alles klar, dann gehen wir mal zum kleinen Kaffeewesten. Oh, hallo. Ach, Linda. Ach, hallo. Hallo, Mitmensch. Moment, ich will kurz meinen Topf wechseln. Okay. 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 Besser alle zu Konditormeister machen, ey. Wie geht's? Dann können die... Schön, dass du bist. Dann können die sich so coole Dinge machen wie Poppenrad und Wieses. Schön, dass du bist. Und siehst. Ich bin hier im Kaffee im Westen, aber wer will jetzt den Gong haben? Gato Blame? Oh, okay. Wer ist sicher nee, der Gong? Nicht. Das glaube ich schon sehr. Was zur Hölle, Mann, ey. Ich weiß echt nicht, was hier abgeht. Was? Ich weiß echt nicht, wo der Gong, Mann, der ist mit dem Freehaven in der Stadt. Das lauert eigentlich... Micha! Oh, ohne Scheiß jetzt, weißt du, ich hatte mich das letzte Mal so sehr auf dich verlassen und jetzt redest du schon wieder, ey, mit besoffenen Kram, ey. Ah. Ist ja Wahnsinn, ist das hier. Weißt du, da ist der Knochenmann gewesen. Mann, Michael, Mann, was ist denn los mit dir? Wie weißt du so an den Meer, Michael? Was ist passiert in der Zwischenzeit? Wie geht's? Michael, nein. Schien, das Doppel ist. Ah, Ding Dong. 2000 Geld. Geil, Geld, ich bin reich. Du hast, glaube ich, noch zwei in meinem Inventar. Bist du dir sicher? Ich sehe keine. Oh, die werden nicht einfach alle abgezogen, das ist so von dem Spiel gemacht. Voll die Technik, ne? Ja. Ja, kannst ruhig dein O und dann Punkt und großes O smilen machen. Soll ich auch so machen? So guckst du. So, Micha. Oh, weil verwechselt. So guckst du. Weißt du, toll, Micha, dass du so guckst. Aber mal gucken, ich will mich nochmal leveln gehen. Was? Ich muss da nochmal. Ich wollte mich trainieren lassen, jetzt weiß ich auch, warum ich überhaupt da war. Meine Güte. Weißt du, warum ich da bin? Ja, ich wollte dich gerade fragen, was möchtest du eigentlich von mir? Was für behinderte Öffnungszeiten. Ich möchte dir über He-Man erzählen. Ja, dann erzähl mir was über He-Man. Also, damals existierte Star Wars. Bist du bescheuert, Mann? Shit. Das hat anscheinend in den 80ern auch schon existiert, oder rum und rum. Kannst du dir das vorstellen, dass Star Wars schon in den 80ern existiert hat? Das ist ja, das kann ich mir vorstellen. Boah, ich glaube, damals hat man sogar eine Puppe anstelle von Yoda genommen oder so. Und irgendwann wurde der dann so ein animierter Menschen. Hm.
Und dann, als er zum animierten Menschi wurde, wurde er zum animierten Menschi, ne? Fuck, fuck. Ja, erzähl mir weiter, erzähl mir von deinen Geschichten. Ich bin dafür, dass du auch lernst. In dem Moment bringt dir ja nichts mehr. Ich will dir einfach mehr Schwert geben, eigentlich. Na, dann gib ihm mehr Schwert. Gib ihm auch mehr Schwert. Und dann? Feuermagie, mal sehen, was will ich ihm nie noch beibringen. Irgendwie, keine Ahnung, hier, mach auch mal, dass du da dann gut wärst, so, und dann lernen und dann ist alles gut. So, dann kann jeder wenigstens einmal Sniper-Meister werden, dann irgendwie fühlt sich das falsch an, das nicht zu lernen. Weil das mache ich in jedem Run eigentlich, ich kann nicht ganz sagen, ja, irgendwann benutze ich die Blaster, das ist für so kurze Zeit des Spiels, so weit will ich noch gar nicht denken. Erstmal... Aber jetzt musst du erstmal wieder zu dem Typen, der auf dem Dach gewohnt hat. Geil, ne? Das wird spannend. Erstmal regnen lassen. Elite schaut tief, der hält einfach alles aus, das ist voll der Stinky, ey. Also er kann doch nicht einfach alles aushalten, was er gegen den Kopf schmeißen will, ey. Das ist voll der Cheater. Hatte der Elite Showen Chief eigentlich die Halo-Musik? Okay. Okay. Weiß ich nicht. Okay. Ja, in einem Dungeon lief ja irgendwie die ganze Zeit irgendwelche Halo-Musik so. Ja, wer war das eigentlich nochmal? Ich weiß es gar nicht mehr, wer war das nochmal? Healthybot will, dass du gesund bleibst. Healthybot will, dass du gesund bleibst. Okay, dann füllen wir diesen Wunsch einmal kurz. Leute, Wasser trinken, nicht vergessen. Okay, wohl möchte, dass du Wodka trinkst. Danke, Micha, dass du dich um meine Gesundheit sorgst. Es geht mir gut. Leute wollen unbedingt mal Skillung. Leute wollen, dass das Squinner mal ausgebremst wird in irgendeiner Art und Weise. Weil er einfach so derbe stark ist. Sehr gut, Schaschlin und den Drink. Gut, dann würde ich sagen. Armageddon macht eigentlich gar nicht mal so viel Schaden, fällt mir da mal auf. Das stimmt, ja. Was machen wir denn jetzt? Das war, wie ich glaube, Armageddon waren alle in die Luft schmeißen und 50 und dann plus den Skill an Schattenmagie, aber irgendwie. Man würde auch einfach nur die Welt in die Luft jagen, ist doch witzig, ey. Man würde einfach nur die Welt in die Luft jagen, um was anderes geht es nicht. Ja. Cool, ne? Was? Ich möchte nach... Wir haben jetzt Burg 3 gemacht. Ah komm, bring wir es hinter uns. Lass uns in den Sumpf der Verdammten gehen. Das hat keinen Sinn. Wir müssen es früher oder später sowieso machen. Los geht's, ey. Da haben wir wenigstens noch mal so ein bisschen was von unserem Bogenskill. Möchtest du die Bananen von den Bäumen pflücken, wo du gerade vorbeigeflogen bist? Ja, wenn du das so sagst, danke für den Tipp. Dann pflück ich die nochmal. Mit der Leertaste! Sogar im Fliegen hol ich mir die alle. Ja, da müsste es ja sogar besser gehen. Ja. So. Richtig Bock auf Burg 2, Kane 2. Ja, okay, ich drehe ja schon um mich. Ja, holy shit, ey. Ihr seid völlig wahnsinnig geworden. Also, los, hol's dir. Hufeis. Oh mein Gott, ey, dumme Suchtis. So, guck dir, wie schön das flackert. So sehr holt deine verdammte Hufeisen, als wird deine verdammte Lichtmagie. Okay. Eine Sache, weißt du, du willst deine Redemption haben, dadurch, dass du mich an diese Hufeisen erinnerst. Ne? Aber ist nicht mich, ey. Hast du schon ein paar Mal verkackt hier. So, du warst der Experte gewesen. Du warst der Experte gewesen. Erstmal. Und jetzt so, Just Günner weiß alles irgendwie immer besser. Was ist, wann? Wo ist es schiefgelaufen, Micha? Wo ist es schiefgelaufen? Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Auf einmal war alles weg. Alles, was du aufgebaut hast, alles weg. Okay, geht wieder. Dann labert er mich auch schon wieder an als Sumpfanhänger. Er ist sauer auf mich, das schmeißt mir den Nervenschock gegen den Kopf. Ich mag auch das Geräusch, so du. Ja, das ist echt richtig gutes Geräusch. Ich habe damals auch gerne als Kind gerne Nervenschock benutzt, weil ich das Geräusch so lustig fand. Was macht Nervenschock eigentlich? Schaden an den Nerven. Oh! Ja. Kannst du mal kurz das Zauberbuch auspacken und nachgucken? Ja. Hier, wo ist es denn? Da. 5 Schaden plus 1 plus 2 pro Punkt. Das klingt jetzt nicht so nice. Ja, nee, also, hast du aber gemacht. Du hast jemanden damit umgebracht. Mit deinem Nervenschock. Also, nee. Das war schon witzig. Okay, so der Verdammten. Hallo. Okay, boah, das Spiel nie gespielt. Fliegen. Aber eigentlich habe ich das Spiel auch nie gespielt. Ach, das ist ja komisch. Might 6 hast du nicht gespielt. Ja, ich verstehe schon den Witz, ey. Den macht der immer wieder so. Ey, das ist ja nur der Mod. Aber Micha, ich weiß ganz genau, wer du bist. Du bist Micha.
Weiß das. Wow! Ja, jetzt kommen hier die harten Verhandlungen. Wo kommt denn eigentlich das Wasser dort oder fließt das dort ab bei diesem Fluss dort gerade? Lass mal gucken. Macht das Sinn, was hier passiert? Ich glaube, das soll so ein bisschen signalisieren, dass es irgendwie in den Berg reingeht oder so. Ganz bestimmt. Oh mein Gott. Auf einmal. Och nö, jetzt sind die auch noch da. Was ist Habien? Das ist so scheiße. Oh mein Gott. Weißt du, auch China mir ist auch aufgefallen, dass einer der Sounds, den ich bei den Skeletten eingesprochen hatte, nicht existiert. Also das ist der Sound, wenn er eigentlich rumstehen würde, also Fidget, der gibt so billig. Oh! Das ist aber schade. Alter, lass doch über He-Man reden. Weiß ich noch nicht. Noch nicht. Ja. Ja, noch ist die Zeit nicht gekommen, was man so. Denk doch mal drüber nach, möchtest du das wirklich? Ich, so als hätte er schon gewusst, dass es so eine Verzweiflungstat wird hier. Oh Mann. Vor allem schau dir mal den Schädel dort oben über den, der Tür an, der wirkt irgendwie ein bisschen verzogen. Also ein bisschen so, als hätte man den so lang gezogen oder so. Alter, Linda, ich hab doch keine Ahnung, warum ist da rechts eigentlich überhaupt eine Flagge und was soll das signalisieren? Wie ist sie überhaupt da hingekommen? Hat sich einer unten am Burggraben mit so einer riesigen Leiter hingestellt und das dann so mit dem Nagel dort angenagelt? So bum, bum. Und warum ist nur eine Fackel auf der rechten Seite und nicht auf der linken Seite bei der Burg? Die ist eh schon asymmetrisch, also haben die sich gedacht, ah, nee, jetzt ist es auch egal. Okay, meine lieben Freunde, es ist soweit. Es gibt kein Zurück. Das wären schlimme Stunden. Ach, keine Sorge, ich bin ja da. Gehen wir einfach, ja danke Linda, gehen wir einfach mal in Burg 2 rein und machen wir das Beste draus oder so. Stunden. Tage? Okay, dann halt Tage, ist mir auch wurscht. Dann sind wir halt Tage hier drin, ich habe kein E aktiviert, was ich will, das macht keinen Sinn. Das wird mich eh früher oder später alles töten. Aber weißt du was, ey? Ich mach mal hier. Erstmal Gott anrufen. Erstmal. Wir versuchen es erstmal kurz. Aber wir werden vielleicht so schnell deaktiviert. Wenigstens noch Zombody ein bisschen. Okay. Zombody. Oh, da sind die Zwiebeln. Das muss man selber machen. Naja. Okay. Damals, als Star Wars rauskam, hatte halt Mattel ja damals so von Lucas Films, glaube ich, das Angebot bekommen, so Exklusivrechte für Figuren verkauft zu bekommen. Und wir hatten abgelehnt, weil die halt sich halt so gedacht haben, wer würde das kaufen? Das kauft doch keiner. Ja. Und dann hat irgendjemand anders die Rechte bekommen und dann hat Mattel so gemerkt, oh. Das tut mir ja echt leid. Ja, genau das, was Jaspino gerade gesagt hat. Ja, okay. Das haben die sich schon gesagt. Ja. Lass dich nicht aufhalten. Und dann haben die sich so gedacht, dass die viel bessere Figuren machen können. Dass sie so ihr eigenes Ding machen können. Dann haben die sich so gedacht, oh, ja. Denken wir uns jetzt selbst was aus. Mhm. Etwas, was jedes Kind haben wollen würde. Das ist der Warum ist die Wand dort blau? Ja, das ist total assig. Weißt du, du kannst ja interessante Stellen sehen mit magisches Auge, aber wenn du dich da hinstellst, dann kommt nur eine Falle, die ausgelöst wird. Das ist einfach richtig assig. Okay. Toll, ne? Okay. Hey, hier ist magisches Auge, es zeigt interessante Stellen. Hier ist eine Falle, ich bin angepupst. Okay. Schade. Naja, auf jeden Fall. Dann haben die sich so gedacht, dass sie so einen mächtigen Barbaren als Held haben wollen und allgemein so mächtige, breite Leute, dass jeder Luke Skywalker aussieht wie so ein Pups dagegen. Rote Weine nicht. Ja, meine Mutter hat gerade geweint. Nee, das muss er nicht. Oh, du wolltest. Sehr beeindruckend. Auf jeden Fall dann. Aber erstmal so kam so.
eine Designbeschwerde, weil dieser Held, den sich Matilda ausgedacht hat, sah erstmal aus wie ein bestimmter Conan der Barbar. Die haben sich dann so gedacht, dass die. Hey, das Design ist uns aber wohl sehr ähnlich, das könnt ihr ja doch nicht machen. Das hat sich der Teil gedacht, okay, einfach so. Das ist nur maximal gechillt, glaube ich. Dann ist alles wieder lief, weil jetzt nicht mehr Leute einfach aussahen wie dieser komische Conan, aber war. Haben die sich plötzlich gedacht. Oh, das tut mir ja echt leid. Oh, ja, I'm a mate, quasi. Sie haben sich einfach so gedacht, ja, und wir machen den jetzt für uns. Was ist das eigentlich für ein Ort, hier wieder nach dem Kano zu gehen? Was ist eigentlich gerade mit Pascal los? Ja, der ist dem Wahnsinn verfallen, was erwartet werden muss. Dass alle nur durchdrehen hier an dem Ort. Ich mache hier erstmal ein Leuchtfeuer hin. So. Oh mein Gott! Was? Warum? Warum? Ich denke, das Kind ist wahnsinnig geworden. Oh, stimmt, ist er ja wieder, ja. Ja, dafür war es nicht mehr, weil irgendwie etwas passiert, weil du in die, ins Heilungsland gegangen bist. Naja, dann hatten die Leute von der Pelz sich halt so gedacht, irgendwie müssen wir den Leuten doch mitteilen, wie sie feststellen können, welche Leute jetzt böse sind und was die Guten sind. Dann haben die sich gedacht, wir packen einfach so Mini-Comics zu jedem dazu, wo genau drin steht, was abgegangen ist. Aber ich bin nicht glücklich. Ja, verständlich. Hau ab, ey. Was? Lass bloß Taxi nehmen. Was? Ich just will das irrsinnig heilen. Doch. Okay. Der muss auch geheilt werden. Die müssen alle ihr Leben wieder kriegen. Okay. So, dann gehen wir da wieder rein. Weiter geht's. Von mir aus. Und ey, scheiß Auge. Scheißegal, wie kommt jetzt her? Ha, ja, Ziki. Was? Aber dann hat Mattel irgendwann festgestellt, ja scheiße, unsere Hauptzielgruppe sind dann so Kinder, die nicht lesen können, noch nicht. Die haben dann keine Ahnung, was in den Comics dort vorgeht, in diesen Mini-Comics, die halt bei jeder Figur dabei waren. Die haben sich so gedacht. I can't read this. Und dann, es war 1983, da war ich noch nicht geboren, kam so ein Cartoon im Fernsehen. He-Man and the Masters of the Universe! Burg Dagmar und wir hören die Entstehungsgeschichte von He-Man. Hast du die Kraft dafür, Matze? Gute Frage von Vorfühl. Also, Linda, mach einfach weiter. Ah, okay. Also. Der Cartoon kam auch echt gut an für damalige Verhältnisse. Der hatte in der ersten Staffel 65 Folgen und in der zweiten Staffel hatten die auch 65 Folgen. Das heißt, dass man da so 130 Folgen von He-Man gehabt. Aber irgendwie war der Cartoon so ein bisschen sparsam gemacht gewesen, also die haben dort halt Assets sehr oft wiederverwendet, einfach bloß so Leute recolored oder so, damit man nicht so viel Animationsaufwand hat, da hat Filmation so ein bisschen gespart, aber
am Ende jeder Folge tauchten dann auch so He-Mensche Weisheiten auf. Moment, ich hab hier gerade eine parat. Okay, eigentlich habe ich alle parat, weil ich mir die alle aufgeschrieben hab. Okay. Hier so. Kämpfe sind eigentlich völlig sinnlos. Eine friedliche Lösung eines Konfliktes anzuschreiben ist viel vernünftiger. Auch wenn euch jemand als Feigling bezeichnet, macht euch nichts draus. Feiglinge sind meistens klüger als Streithähne. Das war die manche Weisheit von Folge 60 der ersten Staffel. Das sagt uns, dass wir nicht einfach wahllos Leute kloppen sollten, glaube ich. Okay. Und sie. Was? Ja, es hört sich bisher alles sehr interessant an. Erzähl weiter. Moment, ich muss erst mal ihn trinken. Ich hab so viel geredet. Oh. Was? Ja, Flauschi, ich hab erst mal eine geile Hinterpose getrunken. So. Und dann hatte Mattel auch noch was anderes sehr spektakuläres festgestellt, nämlich die Zielgruppe waren ja eigentlich, glaube ich, keine Jungs, aber es gab einen erstaunlich hohen Anteil, der das Mädchen, die auch He-Man-Figuren gekauft haben. Aber haben die sich so überlegt, wie wäre es, wenn wir jetzt eine feste Reihe dazu erfinden? Und das ist dann, da sind quasi alle männlichen Charaktere mit weiblich und haben sich halt so gedacht, wir machen jetzt eine Reihe über She-Ra. Also die weibliche Version von He-Man quasi. Das war von der Zwillingsschwester Adora, die irgendwie niemand gekannt hat, weil Dinge passiert sind. Ich gehe jetzt mal nicht genau auf das Lore ein, aber währenddessen hatte Mattel auch eine andere Reihe der Spielzeuge am Laufen, nämlich dass die böse Horde von Hordak und seinen Leuten. Alles muss man selber machen. Ja. Und die und eben weil die Horde gerade am Kommen war, hat sich Mattel für den Cartoon gedacht, jo, Filmation, baut doch mal nicht unbedingt Catra, was eigentlich der Antagonist von She-Ra sein sollte, sondern nehmt einfach mal die Horde. Die böse Horde und alles, was da dazugehört. Willkommen. Okay. Es waren sogar auch einige Snake-Men dabei, weil die halt auch zu dem Zeitpunkt richtig am Kommen waren und hat Mattel halt gleich noch mehr Werbung für ihre Spielzeuge gemacht. Weil damals in den 80ern, da hast du immer so deinen Cartoon gehabt. Sei teurer Fursuit, wie konntest du nur? Oh Gott, du klingst ja gar nicht gut. Das muss man selber machen. Wir wussten alle, dass es selber so enden würde. Das muss man selber machen. K. Irgendwann hatte man dann so den He-Man-Cartoon und den She-Ra-Cartoon, wo auch die böse Horde ziemlich vertreten war. Doch dann irgendwann war He-Man nicht mehr so gut in den Verkaufszahlen. Und der She-Ra-Cartoon musste verfrüht gecancelt werden. Da hat man schon langsam gesehen, dass die Verkaufszahlen nicht mehr so nice waren. Das war übrigens auch so zu dem Zeitpunkt, wo Filmation pleite gegangen ist. Also dann wurde Filmation einfach
verkauft an. Okay. Da sind halt Wolken, die mit einem Kinofilm alles wieder ins Grüne bringen. Aber irgendwie der Kinofilm hatte kaum was mit dem eigentlichen He-Man zu tun. Deshalb ist er auch der wahrscheinlich nicht so gut angekommen. Schatten, die Magie. Ja, ja, ich höre dir zu, ja. Der Kinofilm war nämlich irgendwie so, erstmal über irgend so ein komisches Instrument, womit man Portale an anderen Orten eröffnen kann. Und damit sollte man anscheinend irgendwie die Macht bekommen. Die Sorceress sah überhaupt nicht aus, wie die Sorceress eigentlich aussehen sollte. Allgemein, die Charaktere sahen überhaupt nicht so aus, wie sie eigentlich in den Figuren oder in den Cartoon aussahen. Die sahen absolut nicht mal so aus. Ja. Was? Und dann gab es auch so komische OC-Charaktere quasi, die irgendwie sich nicht mal so angefühlt hatten, als würden sie in das Universum dort passen. Das ist tragisch. Da gab es so Gwildor und solche komischen Leute, die sehen. Also der Film lief nicht so gut. Und dann. Der ging auch hauptsächlich irgendwie um die Liebesbeziehung von irgendwelchen Teenagern, die eigentlich absolut nichts damit zu tun haben. Es hätte ein guter Film werden können, war er aber nicht. Schade. Ja. Und dann kamen wir zu den 90ern. Da wollten sie He-Man nochmal neu wieder auferstehen lassen. Und das war nichts. Das war definitiv nichts Gutes. Und die haben dann quasi He-Man genommen und ihn in ein maximal futuristisches Szenario genommen. Die haben quasi alles weggeschmissen, was vorher aufgebaut wurde. Was so Fantasy-mäßig eher war. Fantasy mit ganz leichten Yu-Gi-Oh! Sammelkarten, große Überraschung, was dabei ist, und sie machen. Ey, das sind doch die Karten, von denen dir die NPCs immer erzählen. Ich frage mich nur, je nachdem, wo du sie isst. Sollen wir sie jetzt essen oder habt ihr einen guten Ort, wo man sie essen kann? Ja, wo könnte man die essen? Ja. Ich habe jedenfalls keinen guten Ort, wo man die essen könnte, aber es wurde ja gesagt, je nach Ort machen die was anderes. Ja. Also ich würde mal sagen, die geben dir, je nachdem wo du sie isst, einen anderen Status-Boost, würde ich sagen. Okay. Sag mal, wie komme ich hier eigentlich voran? Ich bin so traurig. Ich bin so unglaublich traurig gerade. Okay. Ich hab niemals gelebt. Ich weiß nicht, wie man lebt. Ich weiß nicht mehr, was hier. Das habt ihr. Das traut ihr euch nicht. Das traut ihr euch nicht, wenn ihr das jetzt so. Das traut ihr euch nicht. Das geht gleich aus. Das geht gleich aus. Manche sagen, der Kampf gegen dieses Übel sei das Mandat des Himmels. Gott sei Dank, ey, sie haben sich nicht getraut. Für einen kurzen Moment dachte ich, was ist, wenn sie es doch tun, aber sie haben es nicht getan. Ihr seid Feiglinge, ihr traut euch das eh nicht. Ich weiß ganz genau, welche Macht ich über euch habe und eure Glubschis und was weiß ich nicht alles. Oh mein Gott. Aus der Tiefe des Hat jemand das mal den Magic Wrestling eines antiken Volkes. Niemand weiß, warum sie uns so hatten. Manche sagen, naja, auf jeden Fall, der He-Man aus den 90ern ist ziemlich. Slender, wir haben ein Problem. Was denn? Es wird das komplette MM6 Intro gerade abgespielt. Nein! Dann kommt gleich Paladar. Ja.
Oh nein, jetzt stacken sie Leute Quark. Das kann sein, ja. Maximaler Audio-Spam. Okay. Ja, die buffern jetzt wahrscheinlich alle möglichen Geräusche dahinter. Ich sehe schon kommen, ey. Gott, das er hat überhaupt genügend Geld, sich das Intro zu leisten. Alle Neopicord über 10.000 Tiberium. Sieh, nicht ein Ausweg. Ja. Es wird immer noch Quark gebuffert. Jetzt kommt's. Oh. Falaga! Feuerrar! So dumm. Feuerrar! Hört auf mit euren Quarks! Ihr seid furchtbar! Ich spring jetzt einfach runter, ey. So einfach ist das. Seit der Ankunft des Teufels sind niederträchtige Kreaturen und böse Geister im ganzen Land aufgetaucht. Diese Anzeichen können nur eines bedeuten. Scheint schon ein ziemlicher Endgame-Dungeon zu sein mit diesem Gegner-Auswahl hier. Ja. Also, ich glaube, Schreck ist hier noch das harmloseste. Ja. Ja, danke für das Intro, Leute. War wirklich sehr motiviert. Bist du glücklich? Knaul. Knaul. Das war seltsam. Bist du glücklich? Nein. Danke. Vielen Dank. Das ist ja toll, dass ihr alles so herbeizaubern könnt und so. Vielen Dank. Das ist eine schöne Platte. Ich weiß nicht mehr, wofür die Platte war, aber sie ist hier einfach. Die feuerrote Glut wird den Weg weisen. Okay. Vielen Dank, hier nimm. So. Es ist der Sch. Was zur Hölle? Die Feuerrote. Okay, wir haben es auf jeden Fall runtergedrückt. Passt schon. Oh, ich würde mal sagen, du musst in die Lava springen. In Lava? Ich hab noch keine Lava gesehen, ey. Ja, aber sonst die feuerrote Glut könnte auch eine Fackel sein. Weißt du, was das hier für ein Ort ist? Hier ist ja nicht mal was. Ah, hier ist was. Hier kann man lang gehen. Alter, ey, ich ignoriere die ganze Scheiße, ey. Als würde ich mich mit euch prügeln hier. Was zur Hölle, Mann. Dabei geht's ja gar nicht weiter. Oh, Scheiße. Ich dachte, hier wäre was. Aber anscheinend ist ja nichts. Ich bin mit Lichtlord, ist er. Ja. Oh, Licht. Mann, Burg 2 ist echt scheiße. Ja, was wohl? Hier ist Burg 2 scheiße. Hallo, Cindy. Cindy, du weißt was, du bist echt cool, Cindy. Cindy, rette mich. Ich weiß nicht, warum ich diesen Stream angemacht habe. Ich bereue alles, was ich getan habe. Ich will hier nicht mehr sein und allgemein ist mein Leben gerade echt scheiße, ey. Es ist alles furchtbar hier. Es ist ein furchtbarer Ort, mit furchtbaren Wesen, furchtbaren Dingen und allgemein ist alles furchtbar. Und ich höre viel zu oft Glubschi, Glubschi, Glubschi. Ich will nicht mehr Glubschi. Ich will, das ist einfach alles scheiße. Was passiert in-game-Kacke? Ja, das ist die Burg Darkmoor, auch schon im Originalspiel. Okay. Ein unglaublich furchtbarer Dungeon und er wird auch nicht besser hier in dem Spiel. Warum habe ich nicht erkannt? Es ist trotzdem ein furchtbarer Ort mit furchtbaren Dingen. Und ich brauche alles, was irgendwie nicht furchtbar ist an meiner Seite. Linda gibt ihr Bestes, mich mit ihren He-Man-Geschichten zu unterstützen. Aber ich weiß noch nicht, ob das ausreicht. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Aber Linda gibt ihr Bestes auf jeden Fall. Hauptsache Adatel-Musik, ja. Das stimmt wohl. Die haben wir. Jetzt müssen wir nur noch den Ort finden, wie wir auf die andere Seite des Dungeons kommen, weil wir waren nur auf der Seite. Wir müssen irgendwie auf die andere Seite kommen, ohne 1000 Feuerbälle in die Fresse zu kriegen. Das ist echt toll. Wie komme ich da eigentlich hin?
Ich fahr mich erstmal teleportieren. Ghost Fanon möchte, dass du Armageddon machst. Also wenn du dein Geld dann abgibst, dann... Ey, warte mal. Stimmt, das ist ja jetzt Lava hier. Jetzt komme ich hier lang, ne? Was? Der Weg ist frei. Irgendwas ist... Ist er? Stand da eben, oder? Ja. Ey, geil. Okay, jetzt... Willst du so wissen, wo der Weg ist? Der Weg ist das Ziel. Ist er... Hier ist das hier der Weg? Ich weiß nicht. Ah! Ach, der ist aufgegangen. Ja, cool, dann geht's weiter. Was soll ich eigentlich sagen? Ja! Das ist so eine Schriftrolle. Nee! Vergiss es! Ich werde die noch brauchen. Ich werde die noch brauchen. Das kann nicht sein. Kann ich hier schlafen? Ey, cool, wir würden nicht in so einen augenverseuchten Dungeon pennen wollen. Schon eine gute Idee, muss ich schon sagen. Da nochmal ein bisschen... Warten wollte ich sagen. Okay, Alufa hat keine Magie mehr, weil er irrsinnig ist. Was? Das ist nicht so cool, würde ich eigentlich sagen. Krieg ich auch nicht mehr weg. Cool. Hatte ich nicht einen Ring, mit dem er Mana regeneriert? Ach hier, das ist der Gürtel. Ja, da müssen wir den einmal kurz wechseln. Dann Alufa auch einmal kurz Mana-Regeneration. Weil wir müssen einmal kurz hier hin. So, einmal hier hin. Gut. Das haben wir heilen lassen. Als Spot noch. Das ist traurig. Du hast Buzzport traurig gemacht. Es sind feindliche Feinde. Nein, bitte nicht. Gibt es auch freundliche Feinde? Ja. Alex. Okay. Jetzt ist Justin aus Irrsinn wieder weg. Das macht nichts, ist okay. Der muss sein Mana haben für den Notfall. So. Okay, wir können den Gürtel wieder wechseln, sein Regenerationsgürtel. Okay, dann lass doch. Ich habe mit dir geredet. Guck mich der Face an, bevor ich dich niedermetzle. Ich glaube, dein Ruf ist gerade massiv gesunken. Ran! Hört euch auf, mit mir anzulegen! Oh Gott. Get on! Armageddon, so was ist, wenn ich einmal was spende. Okay. Okay, bitte. Dann bist du immer der Armageddon-Nutzer. Nicht für lange. Junge. Die Macht des Geldes. Die Macht des Geldes. Armageddon vergessen, guter Typ. Hm? Was? Okay, nein. Jawohl, immer. Wir können jetzt Richtung Norden gehen, auf jeden Fall. Das ist mein Lieblingsstelle bei Armageddon, ja. Rausch. Okay, gut, dann können wir weitergehen. Als würde ich mir was aus den Augen hier machen. Nee. Oh, ich bin an den Ort angekommen, wo einfach nichts wirklich ist. Oh, glaub mal dran, wie sehr ich jetzt hier durchlaufen werde. Ich werde mir diese ganzen Augen nicht antun. Als würde ich das tun. Ich laufe hier einfach durch und versuche das zu kriegen, was ich kriegen soll. Ihr glaubt doch wohl nicht wirklich, dass ich mir das hier antue, oder? Ihr glaubt doch wohl nicht wirklich, dass ich das tun will. Ich werde nicht jedes einzelne. Du musst eine Armageddon-Rolle benutzen. Nein. Das brauche ich nicht. Ich brauche keine Armageddon-Rolle, das ist alles fake. Ich weiß ganz genau, dass ich die noch brauchen werde. Ich werde die noch brauchen, Linda, glaub mir. Jetzt wird der Moment kommen, da werde ich mich verfluchen, wenn sie nicht haben. Die haben irgendwas total Schlimmes eingebaut. Weißt du, wenn ich am Ende da stehe und ich habe sie auch noch nicht eingesetzt, weil irgendwie nichts ultra Schlimmes kam, dann ist mir das lieber, als wenn ich sie für etwas verbraucht hätte, für die ich sie nicht brauche. Und wenn ich hier gerade einfach durchrennen kann, dann kann ich einfach gerade einfach durchrennen. Bis dann, Flauschi. Das tun mir doch nicht, diese verdammten Augen. Junge, die Augen sind ja wandelnde Status-Effekt-Menschies. Ja. Richtig erkannt. Furchtbar, oder? Ja. Frage ist nur, wo muss ich eigentlich nochmal hin? Ich hab das schon wieder vergessen. Ich hab da drauf gedrückt, da bin ich nirgendwo hingekommen. Muss es doch einen Ort geben, wo ich hin muss. Wo war denn das? Einfach mal hier hochgehen, wa? Mal hoffen, dass wir etwas Cooles finden. Aber hier scheint auch nichts zu sein, wa? Wir werden früher oder später irgendwas finden. Oh mein Gott, ey. Man läuft ja eigentlich nur durch die Wand durch. Ich überlasse mal jemand anders den Raum. Ja, ich kann das verstehen, dass du nicht hier sein willst. Ja, bis dann. Ja. Ja, jetzt bin ich hier wieder alleine. Linda hat ihr Bestes gegeben, uns irgendwie zu retten. Aber man kann halt nur so viel tun. Für jemanden in meiner Situation.
geht nicht anders. Aber wir können vielleicht mal gerade unseren Buff einstellen, weil ich glaube, uns kann gerade niemand ancasten. Ich glaube, gerade geht es. Hoffe ich mal. Ich glaube vielleicht doch. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, vielleicht geht es wieder aus. Aber vielleicht hält es ja für 2 Sekunden. Okay, so viel zu dem Zauber. So viel dazu. Mal sehen. Ach mein Gott, warum habe ich mich hier nur eingelassen? Ich weiß nicht, wie lange ich noch Klubschi hören kann, bevor ich langsam durchdrehe. Machen wir aber mal den hier wieder. Ich mache einfach mein Feuer wieder, das wäre doch egal. Lass mich nicht davon aufhalten. Mein Kram zu benutzen. Wer ist das? Ein Lager für Knochen. Ja, danke schön. Ist das nicht ein schöner Dungeon hier? Ist das nicht schön hier? Cindy, sag du mal nochmal was dazu. Also, es ist so ein schönes Gemäuer hier oder so, ne? Ist das nicht ein schöner Ort hier oder so? Ich finde, das ist toll hier. Oh mein Gott, ey. Wer hat sich das eigentlich gedacht, dass es so gute Idee ist, diesen Dungeon aufzubauen? Naja, geil. Dieser Ort ist gar nicht so schlimm. Gar nicht so schlimm, dieser Ort. Nein, nein. Warum soll... Was zur Hölle ist das hier für ein Ort mit 1 Million Reagenzgläsern? Oh mein Gott, ich fange schon an, wie Pascal zu reden. So schlimm ist es hier schon. Oh mein Gott, was ist das? Was ist der Raum hier? Oh mein Gott, ey, was ist das für eine Scheiße hier? Das ist... Wieso komme ich hier eigentlich nicht durch? Hier ist anscheinend eine unsichtbare Wand, okay? Was ist hier los, ey? Ey, wie spawn ich Gegner, hab ich das Gefühl. Okay. Da war was gewesen? Da war was gewesen, ey! Was denn? Oh mein Gott, okay, da geh ich ja nochmal gucken, da waren doch nur Flaschen, ey. Oh Gott, dieser Ort ist furchtbar. Was für ein furchtbarer Ort, ey. Wo ist denn dieser Ort mit den Flaschen gewesen? Aber hier. Ey, was ist denn hier? Was ist denn hier? Was ist hier Wichtiges bei den Flaschen? Das ging ins Auge, ja. Nein, Matze. Okay, nein, Matze. Auge. So meinte ich das nicht. Ich glaube, nee, mir einfach, wisst ihr was, ich sollte mich einfach ignorieren, der irritiert mich nur. Ich habe das Gefühl, er trägt nichts dazu bei. Also mal gucken, was ist denn hier noch so, ich gehe mal weiter hier. Ich habe auch hier geradeaus durch und gucke, ob ich was finde. Ich habe das Gefühl, das ist einfach nur ein merkwürdiger Ort hier. Oh mein Gott, wir sehen noch mehr von diesen Verrückten. Hey, wie? Ist aber unfair, ey. Nein, Mika, sei nicht traurig, ey. Ich stecke da nur. Ich meine, das hatte ich jetzt. So, einmal heilen. Wir müssen uns wieder hochkriegen. Wir haben wenigstens schön viel Magie. Dass wir uns das leisten können, das oft genug zu casten auch. Aber wir müssen einfach nur den Ort finden, wo wir hin müssen. Ist alles gut. Wir finden schon heraus, wo wir lang müssen. Wir finden schon heraus, wie das hier läuft. Irgendwann finde ich den Ort, wo ich hin muss. Früher oder später. An diesem total bekloppten Ort. Den man keine Ahnung hat. Wieso stehen hier 3 so eine Lichtkotz einfach in der Ecke? Der dachte, das ist eine gute Idee. Das ist so ein bekloppter Müll, ist das witzig. Na, immerhin mache ich jemanden glücklich hier gerade. Oh, die hat jetzt so einen komischen Drachenscheiß über sich als Gürtel. Oh, das tut mir. Nein, das tut dir überhaupt nicht leid. Ich weiß es mittlerweile. Es ist einfach nur so ein bekloppter Dungeon hier, ne? Es bringt einfach absolut nichts. Was? Oh mein Gott. Warum existiert ihr? Wo bin ich hier eigentlich hingegangen? Bin ich hier richtig? Weißt du, dass ein Auge tot ist, existieren noch 5000. Also so ungefähr darf man sich den Dungeon vorstellen. Ich glaube, ich bin in die falsche Richtung wieder gerade. Ich hatte das Gefühl, dass ich nah an den Ort dran war, wo ich hin muss. Aber jetzt weiß ich nicht mehr, wie ich da hinkomme. Verdammt, ey, warte mal. Doch, das kriegen wir bestimmt raus. Ich muss, glaube ich, hier einfach nur geradeaus rennen oder so. Ey, wieso? Wir müssen uns doch mal wieder ein neues Dingsbums hier machen. Eine neue Leuchtfeuer. Definitiv. So, das ist ein neues Leuchtfeuer. Uns kann nichts passieren, ey. Ich weiß, dein Kopf gerade abgeht. Cindy. Ja, nicht hier. Dafür gucken. Ich glaube, Vorfuhr ist so gerade sehr glücklich, dass er so zur Geltung kommt. Denn er hatte ja einmal nur einen kurzen Auftritt gehabt und das war eben halt schon die Verkündung dessen, was hier passieren wird. Machen wir mal ein paar von den Lichen hier zumindest kaputt. Warum denn nicht? Ich bin ja, suchen sie sich doch. Ja, ich such sie doch. Ich bin doch dabei, Vorfuhr. Ich bin doch dabei, ey. Ich will doch die Lösung finden. Aber es kommen nur Klöger-Di. Guck mal, wie viele sind. Die sind einfach Feuerbälle. Anscheinend sind die Klubschis auch noch E-Drank gleichzeitig. Mein Gott, ey.
das hier. Alle sind Nazis. Genau, sowas habt ihr jetzt davon. Wieso werden es eigentlich immer mehr? Warum sind hier so viele Monster? Es sind so viele Effekte. Ich muss so viel einstecken in dieser verdammten Burg, ey. Das ist so ein furchtbarer Ort. Und wisst ihr was? Ich genieße es, irgendwie gequält zu werden. Was? Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich meine, es ist ein furchtbarer Ort. Da bleibe ich bei. Wo ist dieser? Ja, genau, komm her. Und sie mir das echt nicht okay. Das verstehe ich schon, ja. Mann, ey, die Liche haben auch einen sehr lustigen, subtilen Faktor, was sie lustig macht. Definitiv. Das sind schon sehr lustige Dekompanen, die Liche hier. Und dass sie auch Licht heißen, ist auch toll. Ich hab da wieder drauf gedrückt, es sind wieder neue erschienen, oder? Ich glaube, ich darf da nicht drauf treten. Genau, D-Dragon. Wieso nennen wir nicht einfach T-Dragon? T-Bone Dragon oder keine Ahnung, wollen wir E-Dragon irgendwie anders nennen? Weiß es nicht. Das ist schon auch lustig. Mach mal. Er ist dazugekommen, das ist Powerful. Okay, Powerful, ich dreh dich mal wieder ein bisschen lauter. Okay, alles klar, Powerful. Ja, was soll ich denn machen? Ich muss euch halt immer ein bisschen lauter drehen hier, weil ja alles so übertrieben ist. Es tut mir so leid, nur weil ich bei Pass of Exile immer wieder rumwälsch und rumschreie. Ich kann doch auch nichts machen. Nö, damit hat das nichts zu tun. Ich muss hier einfach alle lauter stellen. Richtig am Riesen, ey. Okay. Ey, jetzt mal gucken. Ich muss dir doch irgendwie weiterkommen. Ey, jetzt fühle ich mich schlecht, ich will Alex den Job nicht wegnehmen. Ja, was soll ich denn machen, ey? Kann ich jetzt hier eigentlich runtergehen? Wie ist das hier eine unsichtbare Tür angeblich? Ich weiß es doch auch nicht. Die haben die Entwickler von Might and Might einprogrammiert oder so. Oder keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Ich musste doch eigentlich da durchkommen oder so. Aber vielleicht auch nicht. Eigentlich schon. Ich weiß nicht, ob. Ist die Entwickler, ist diese unsichtbare Mauer da so gedacht? Nur so gefragt. Micha nicht antworten. Micha soll nicht entwickeln. Micha ist irgendwie besoffen, irgendwie. Ey, ich versteh's doch auch nicht. Micha redet irgendwie die ganze Zeit von, oh, Might and Might, da kennst du bestimmt aus. Ja, du musst doch dahin und so. Weißt du, als hätte er das Spiel selber gespielt, aber es. Okay, alles klar, danke, Jaspinner. Danke, Jaspinner. Ich stell mich hier nochmal in die Mitte rein, aber hier ist wohl nichts. Ey, heftig. Es kommen einfach immer neue Licher, wie das Gefühl, wenn ich hier drauf herumrenne. Was soll ich denn da tun, ey? Ich hab das Gefühl, ich kämpfe einfach immer gegen neue Licher hier, weil ich immer neue spawne und ich hab das Gefühl, das ist nicht richtig. Ja, das ist doch schön. Kannst du immer die Flasche hören. Warum auch immer. Sogar ein großes Licht. Vielleicht muss ich sie sogar in der richtigen Reihenfolge drücken, ich bin mir nicht sicher. Okay. Weil die geben ja alle Geld, ne? Und die da oben machen es auch nicht besser hier, die Stinker. Wahnsinn, was soll ich denn gegen die Glubschis machen, die da oben rumfliegen? Ich komme nicht daran. Ich will die nicht mit Boden besiegen. Muss zurück an Start. Alter, ey. Hallo. Ich will aber neue Liches spawnen. Ich dachte, wer muss hier neue Liches spawnen? Ich weiß gar nicht, was du an dem Dungeon auszusetzen hast. Das ist doch ganz gutes Design. Also, ganz große Hallen mit ganz vielen Gegnern drin. Und, ja. Absolut kein verwirrendes Kartendesign. Ich muss die Liche echt in der richtigen Reihenfolge kloppen? Ist das echt so? Ich muss die echt die Schalter in der richtigen Reihenfolge drücken? Kane, hör auf, neue Lee Kane zu spawnen. Okay. Ich mag keinen Kane. Magischer Weedstock. Stock des Zufalls, ja. Okay, danke schön. Mach magisches Auge. Okay, mach ich. Hat nicht geholfen. Ich weiß doch nicht, was hier abgeht. Ich kann hier irgendwie nichts machen. Ich bin gerade so hart verwirrt. Ich weiß nicht, wo es weitergeht. Ich dachte, ich hätte eine Lösung gefunden. Ich springe jetzt einfach über die Mauer rüber. Geht nicht. Nein, ich spring nicht. Ich kann nicht. Das hat nicht geklappt, ey. Okay. Hey, Gott sei Dank. Ich stehe hier gerade so ein bisschen auf dem Schlauch, würde ich fast sagen. Wie ging das hier jetzt weiter, sag mal? Ich glaube, du musst einen anderen Weg finden. Ja, ich glaube auch. Irgendwie musst du ja noch irgendwie... Schalt oder ein Drücker oder sonst was sein. Mhm. Aber wo denn noch? Frage ich mich. Ich war doch jetzt. Muss ich echt nochmal hinten hinter die Burg gehen? Anscheinend muss es ja sein, weil ich habe sonst keinen Ort, wo ich noch hingehen kann. Anscheinend muss ich nochmal hinter die Burg rennen. Weil hier habe ich ja soweit alles gesehen, anscheinend. Ha. Hey, dein magisches Auge wurde Kane. Ja. Ich würde mal sagen, ich gehe nochmal hinter die Burg oder so. Versuch's nochmal so. Ich erinnere mich an den Ort, ey. Weißt du, das löscht du einfach aus deinem Gehirn. Da willst du nichts mehr mit zu tun haben. Echt? Also, ich weiß nicht, das ist doch total schönes Dungeon-Design hier. Also, ich würde mich doch liebend gern dran erinnern.
Oh mein Gott. Ich stehe jetzt auch gar nicht. Ja, nur Glupsi. Ja. Immer wieder. Und immer wieder Glupsi. Das ist komisch, rote. Okay, danke. Ich wollte gerade schon sagen, ich finde es komisch, rote Punkte auf der Karte sehen zu können. Schön, dass ich so schnell darum gekümmert wurde. Dann können dort durchzukommen, das glaube ich dir nicht. Ich werde meinen Weg finden. Aber er hat doch extra noch mit dem Smiley geantwortet. Wieso vertraust du nicht? Ja, ich weiß, das ist das Smiley des Vertrauens von Just Quinner. Eigentlich müsste ich ihm da vertrauen, ich weiß auch nicht, wieso ich das nicht tue. Aber irgendwie das Smiley des Vertrauens kommt bei mir nicht so an wie bei anderen. Das ist ganz komisch. Das ist gerade wie die Orks in Gothic 3, die sagen auch immer, nein, wir wissen nicht, ob wir dir vertrauen können. Oh. Oder muss mit dem Arena mal reden. Ich verstehe. Kommt man hier denn weiter? Das hat den auch nicht im Kick. Das hat den auch nicht mit Krieg da gewonnen, also sag nur, vielleicht mehr Vertrauen. Ich hab das Gefühl, auf der Seite hier war nichts. Ja. Nur so eine Vermutung. Wie schade, dass du keine Schrift... Ich brauch keine Schriftrolle! Ich glaub euch nicht! Das ist voll die Verlockung hier von euch! Das habt ihr von Anfang an geplant! Dass ihr zu mir kommt... Dass ihr von Anfang an hier zukommt und dann sagt so, ja, wir geben diese Schriftrollen, damit ihr diesen Ultraschall Gungeon kriegt und dann nachher kommt die richtige Scheiße. Der eine Dungeon, von dem ihr geredet habt, ist immer noch nicht aufgedauert und ich habe davor riesige Angst und deshalb mache ich es nicht. Waren vier oder welche? Ja, genau. Ah, okay. Da habe ich absolut keinen Bock drauf, dann nichts parat zu haben. Ey, komm, aber bisher hatten wir doch recht gehabt, es gab mehrere Warns, also eins hast du sogar mit bei dir dabei. Das ist wahr, ja. Das ist wahr. Und Reflex gab's auch. Das ist auch wahr, ja. Was? Ich hab ein bisschen Angst vor mir selber, dass ich vielleicht noch die Wahrheit sage. Okay. Danke. Wär schon gruselig. Warum ja, Lufa hat einfach abgedreht? Okay, weiter geht's. Weiter. Hey, Vollsteuer. Da sind sie wieder, die ganzen Augen. Weil mir ist es auch wirklich wurscht, sollte es wirklich unnötig gewesen sein, dass ich hier tue. Oh, jetzt ist der geheime Gang. Ey, vielleicht bin ich hier richtig. Muss hier was drücken? Egal. Ich sag's dir, hier bin ich sowas von richtig. Das ist dort, wo ich sein muss. Das kann gar nicht anders sein. Hier bin ich richtig. Also ich glaube, die Fackel musstest du aber woanders drücken, in einem anderen Dungeon, oder? Ich bin hier richtig. Okay. Wer baut denn eigentlich überhaupt so eine Burg? Warte, also, diese unsichtbare Wand, das ist die einzige Tür, spielt der Eigenschaft Invisible. Witzig. Wer macht denn sowas? So, diese scheiß Augen, die kriegen jetzt was aufs Auge. Hier, nimm das! Mega Rar! Also, ich find so Mega Rar! Hat gerade E-Dragon gesagt. Mega Rar! Ja, das war nicht super. Mega Rar! Mega Rar! Er wusste, was er da macht. Ey, er ist halt der Mega-Drache geworden. Ja. Nein. Ja, ich könnte aufhören. Ich kann einen schlimmeren machen. Okay. Und wer dem begegnet, der hat Passion des Tod. Das ist eine sehr gute Karte. Wo bin ich hier? Mega war. Was ist das hier für ein Ort? Armageddon? Armageddon? Ja. Armageddon? Armageddon? Was? Das ist ein verkacktes Problem. Okay. Warum habt ihr das so... Ey, also, Matze, wie gesagt, Armageddon. Ich kann doch nichts mehr zu sagen. Okay. Du musst doch auf deinen eigenen Schlüsse ziehen. Aber hier kann jeder Armageddon. Hattet ihr wirklich für jeden Armageddon parat gehabt, falls ihr es bisher noch nicht gefunden habt? Für jede einzelne Klasse, dass es jeder lernen kann. Also. Armageddon ist wichtig, also. Ich werde weiterhin gedispelled. Vielleicht wirst du es noch brauchen. Ich meine, ja. Kann ja sein. Natürlich werde ich es brauchen, ganz besonders jetzt. Wie viel Angst hast du denn jetzt vorm Endgame? Also so mal. Ey, ich bin auf der richtigen Seite, ich muss speichern. Wie viel Angst überhaupt? Gar nicht. Wenn ich hier durch bin, dann bin ich unbesiegbar, so fertig. Mal sehen, was haben wir hier? Was ist das hier? Also du denkst, Feuer, das haben die Entwickler nicht bedacht. Ich möchte jetzt auch keine Ängste schüren oder so. So. Okay. Was ist das hier für ein Ort? Schmeckt wie Hütchen. Ich hab gerade irgendein Buch gefressen. Okay. Was? Du hast die Bibel gegessen. Okay, von mir aus. Ich weiß nicht, was Linda dazu sagen will. Sarkophag stehlen. Ja, nein, ja. Gestohlen. Egal. Oh, Alter, super Kloppungshüße. Verdammt. Was soll ich tun? Die geben ihn kloppen, ich aber. Ah, schwere Entscheidung. Kloppen? Alter. Ja, weißt du, brauchst keine Schönheit. Du musst einfach nur kloppen, so. Linda. Ja. Fertig.
ist manchmal wichtiger. Ja, einfach nur kloppen, Linda, das ist gerade wichtig. Manchmal helfen Worte nicht, manchmal helfen einfach nur Hiebe und ja. Ey, geil, stehlen. Alter, ey. Plus 10 auf Ausdauer, Ausdauer, schaut so ein Leben. Oha. Das ist ja schon ganz nett. Wer will denn noch einen schönen Hut haben? Du nicht. Du hast du denn auch nicht genügend Resistenzen? Also gegen Chaos-Schaden du und. Den. Gegen Chaos-Schaden? Ja, hab ich. Das ja, dann kann ja nichts passieren. Ja. Irgendwie so ein Gürtel. Das Scheiße ist, den will ich nicht. Was ist hier? Ist Lava. Wie ist das WoW? Das ist Kate's Quest, die zerstört. Achso, ja, war. Das ist Kate's Quest an dich. So, ich. Meine Messias hat sie dir gegeben. Oh und mein Gott. Warum hast du mich erfüllt? Das ging ins Auge. Na, das ging ins Auge, nein. Wieso sind wir denn jetzt hier? Was? Wieso sind wir denn jetzt hier? Das gibt so viel Sinn. Okay, halt mal die Ausweiter. Ey, also, ich verstehe nicht, wie du diesen Dungeon vergessen konntest. Das ist doch einfach die gute Seite Dungeon. Alter, holy shit, ey. Geh weg. Was haben die Entwickler gebraucht? Alter, die ganze Scheiße. Du kommst ja nicht mal dran. Du kommst ja nicht mal dran. Ey, du musst dir denken, irgendjemand bei Sweetie hat sich gedacht, yo, das ist gut als Dungeon. Oder die haben bis dahin nicht mal mehr gespielt oder von durchgespielt. Ich weiß nicht. Oh Mann, ey. Viele unnötige lange Gänge wie bei Haus mit Keller damals. Ey, Matze, was würdest du lieber spielen? Haus mit Keller oder das hier? Haus? Was für ein Haus? Ich bin China, wie war das Haus? Ach Gott, ey. Ich will raus! Ey, eigentlich sollte ich das jetzt auch mal langsam sagen, aber ich weiß nicht, ob ich dich in deinem Leid so alleine lassen kann. Du tust mir schon irgendwie leid. Ich bin frei. Egal. Ey, GG. Alter, und ich hab diesmal echt zum ersten Mal die Kurzversion gemacht, bin ich überall durchgeprügelt, weil ich keinen Bock hatte. Ach. Was für ein scheiß Dungeon-Design, ey. Wer dachte, dass das eine gute Idee war? Leute bei Sweetie anscheinend. Hat sich wieder später wieder geil. Ja, wenn sie alle gespawnt sind nächstes Jahr, dann komme ich wieder. Große Schießeisen, Rüstung. Ach Gott, ey. Aber jo, dann denke ich mal, dann sind meine Ängste unbegründet und dann lasse ich mal wieder allein hier, damit auch andere Leute noch ihren Senf zu beigeben können und ja. Die Waffen. K. Oh, sind jetzt die Yu-Gi-Oh-Karten essen? Alter, mein Kopf ist so matsch, ne? Mein Kopf ist so matsch, Alter. Ihr könnt es euch nicht vorstellen, wie matsch mein Kackkopf gerade ist, ey. Holy shit, Mann, ey. Große Schieß, schade, Schätzchen. Was für ein Scheiß, Dungeon. Beim Suchen, ich helfe dir. Das ist einfach so eine Folter gewesen, ne? Das ist so eine Folter, diese. Das ist einfach ein Dungeon voller fliegender Augen, die einfach in unendliche Höhen fliegen können, dass ihr sie nur mit dem Bogen besiegen könnt. Ohne Mist, weil. Ich sehe den Text mit Brecheis nochmal durch. So, ein Brecheisen, das genutzt werden kann, um gewisse Dinge zu zerstören. Der Name Dinges ist in seinen Griff graviert. Was? Ich soll Rüdiger damit töten? Von mir aus, dann gehen wir jetzt zu Rüdiger. Soll mir recht sein. Gehen wir zu Rüdiger hin. Das kann man ja auch mal machen. Gab es nicht noch irgendwo die Side-Story, dass man Donjon Lock retten muss? Vielleicht ist dafür das Brecheisen gedacht, da oben in der Bibliothek. Vielleicht habt ihr es dafür mitgenommen. Kann sein. Muss nicht sein. Mal sehen. Ja, also echt toller Dungeon. Gegner, die fliegen, die euch von der Ferne aus abknallen können, die einfach alles dispellen können, was ihr am Buffs habt. Und ja, die ihr nicht nur mit dem Bogen erreichen könnt. Wie geil ist das? Natürlich, ihr könnt zaubern wie sonst was. Da sind so viele in so einem großen Areal. Es ist so die letzte Scheiße, dieser Dungeon. So, und damit ist diese Aufnahme vorbei. Das ist... Bäh.